Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Knights of Horna. Politische Übersicht. So, was wird unser nächstes Ziel werden? Wie wär's mit Aquitanien? Ach, mit denen habe ich nicht angefangen. Alle viel zu gut leiden. Aber ich könnte auch Deutschland angreifen. Deutschland ist in der Hackordnung über mir. Ja, wisst ihr was? Ich greife Deutschland an. Wie lautet euer Befehl? Zurück in die Stadt. Ja. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Eine gute Idee. Ah! Oh! Kann passieren, dass das Spiel jetzt vorbei ist. Glück gehabt. Aber ich bin jetzt bei den Top 2 mächtigen Leuten. Das heißt, es kann jetzt bei jeder Wahl passieren, dass ich reingewählt werde, ob ich will oder nicht. Also eine komplette Eroberung ist nicht möglich der Welt, weil irgendwann wird man einfach zum König ernannt. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Kämpft um den Sieg. Was ist euer Wunsch? Zurück in die Stadt. Was ist euer Wunsch? Sympathisanten des Feindes. Ich habe jetzt Armeen mehr gelernt. Haben noch eine Schlacht gewonnen. Lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Kämpft um den Sieg. So, und noch eine Stadt ist vollständig. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Sympathisanten des Feindes. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Ja. Wie lautet euer Befehl? Ich werde diese Bauern zermalmen. Endlich wieder warmes Essen. Eure Hoheit, ich darf die königliche Familie vorstellen. Alter, ehrwürdig, das ist das Höchste, also er wird gleich sterben. Dann habe ich den König verloren. Jetzt muss ich nochmal in allen Siedlungen schauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt echt alles ausgebaut habe. Aha. Aha. Wusste ich's doch. War zu schnell. So, aber viel fehlt echt nicht mehr. Wow. Mein Herr. Wolf. Mein Herr. Ja. So, bewegt ihr euch mal oben an die Grenze. Alle Abmarsch. Ihr werdet das nicht bereuen. Ja. Eure Hoheit. Wir Zurück haben eine Schlacht hinter dem gewonnen. Schutz der Stadtmauern. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Was ist euer Wunsch? Los, los, alle Abmarsch. Der Papst mit Deutschland habe ich noch aufgerufen. Vertrag von der Machtposition eurer königlichen Familie eingebüßt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich bin bereit, Hoheit. Mein Herr. Mein Herr, hungern wir Sie. Wie lautet euer Befehl dieser Stadt? So, gut. Eure Machtposition hat sich erhöht. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Uns wurde der Krieg erklärt, Eure Hoheit. Burgund. Politische Übersicht. Oh, das ist schlecht. Das heißt, ich muss einen auf jeden Fall zurückschicken. Mein Wissen ist gestiegen. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen.
endlich wieder warmes Essen. Ah, warte mal kurz. Du noch mal hier hin. Füllst dich auf. Wie lautet euer Befehl? Und dann greifst du hier an. Was ist euer Wunsch? Ich bin nun begabter. Zurück in die Stadt. Oh, überall französische Söldner. Mein Herr, wir müssen in den Krieg ziehen. Och, werden wir jetzt den Krieg erklärt. Aquitanien, ernsthaft? Übersicht. Aber wo ich noch überlegt habe, oh, soll ich sie angreifen? Och nein. Sympathisanten des Feindes erheben sich. Oh, jetzt könnt ihr mich aber auch mal. Mein Herr, für die Krone, Angriff. Wie lautet euer Befehl? Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Die sind beide voll aufgerüstet. Wobei, hier habe ich leider keine Geschütze. Aber gut. Ach. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, ja. Mein Herr. Endlich wieder warmes Essen. Was ist euer Wunsch? Ja, ich habe jetzt mehr gelernt. Abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich beendet. Was ist euer Wunsch? Ich werde diese Bauern zermalmen. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Mein Herr, ein Bote ist angekommen. Ach, haut schon ab, geil. Der Papst hat zum Kreuzzug aufgerufen. Ach, schade. Mein Herr. Eure Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Ich marschiere. Oh, da hat jede Menge Bogenschützen, das sehe ich jetzt hoffen, erst. Dass euer Angriff sie überrascht. Eure Armee ist bereit, diese Belagerung zu beenden. Unterwegs! Bewegung! Bewegung! Ziehen wir los! Bewegung! Ziehen wir los! Das reicht! Ich befinde! Zurück! Ich will nicht sterben! Wir zerschmettern sie! Ich will nicht sterben! Alles ist verloren! Ja, nur der Anführer ist. Ah, nein! Anführer ist tot. Sehr gut. So. Auf der Flucht erschlagen. Ja, mein Herr. Zurück in die Stadt. Ja, mein Herr. Ein weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Endlich wieder warmes Essen. Was ist euer Wunsch?
Ausländische mein Sympathisanten Herr. Bereiten uns Probleme. Ja, mein Herr. Für die Krone. Feindliche Truppen haben unsere Grenzen überquert. Das soll er doch ruhig kommen. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Wunsch? Ich gehorche. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Hoheit, feindliche Truppen marschieren. Ein weiterer, ruhmreicher Sieg. Ich marschiere. Herr. Zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Ich marschiere los. Shit. Hau ab. Zurück in die Stadt. Essen. Ich marschiere los. Proviant auffüllen. Hoheit, und feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Shit. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Mein Herr. Weiterer ruhmreicher Sieg, mein Herr. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Ja. Endlich wieder warmes Essen. Ich gehorche. So, überlegen. Ja, mein Herr. Überlegen, eure sehr gut. Hoheit, wir das wollte ich zurück hinter den Schutz der Stadtmauern. Lange lebe der König. Ah, da oben ist es rebellentechnisch in Ordnung. Da ist nur eine Rebellion. Für die Ehre. Wird klein gehalten. Wir haben ein neues Gebäude errichtet. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Mein Herr, für die Krone. Wie lautet euer Befehl? Angriff. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Endlich wieder warmes Essen. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Euer weiser Herrscher Gut. und seine Anverwandten. Dann macht euch mal dran, bitte in die Nachkommenschaft. Mein Herr, lasst uns den Proviant auffüllen und ruhen. Wie lautet euer Befehl? Ich werde diese Bauern zermalmen. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Hoheit. Ja. Ja. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Wie lautet euer Befehl? Für die Krone. Ruhmreicher Sieg, mein Herr. Endlich wieder warmes Essen. Ihr werdet das nicht bereuen. Mein Herr, wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Erledigt. Mein Herr. Was ist euer Wunsch? Ich werde diese Bauern zermalmen. Die Sympathisanten des Feindes rebellieren. Was ist euer Wunsch? Oh, zwei Armeen. Und. Mein Herr. Ich gehorche. Ja. Mein Herr. Fliehen jede Menge. Ich habe noch gute Chancen. Und er macht die Moral auch kaputt. Ja. Für Gott und Ehre. Ein neuer, mein Herr. Wir haben einen ehrenhaften Sieg errungen. Mit abhauen. Wir haben eine Schlacht verloren, mein Herr. Ja, aber ich habe überlebt. Die Sympathisanten des Feindes rebellieren. Zurück in die Stadt. Mein Herr.
Für die Ehre. Angriff. Für die Krone, mein Herr. Ich marschiere los. Kämpft um den Sieg. Mein Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesehen. Eure Hoheit. Wir zurück haben eine in die Schlacht Stadt. Gewonnen. Ja. Eure Hoheit, wir haben eine Schlacht gewonnen. Was ist euer Wunsch? Zurück in die Stadt. Wie lautet euer Befehl? Die Königin hat ein gesundes Kind geboren. Ja. Eure Hoheit, ich darf die königliche Familie vorstellen. Was ist euer Wunsch? Ja? Eure Hoheit, das gefällt wir mir. Haben eine Schlacht endlich gewonnen. Endlich wieder warmes Essen. Wo ich besser Hoheit, bin, könnte ich mehr Gold verlangen. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Zurück in die Stadt. Ja? Ja, mein Herr. Was ist euer Wunsch? Was ist euer Wunsch? Das ist doch jetzt saudumm. Ich habe jetzt mehr gelernt. Wir haben eine Schlacht gewonnen. Ihr werdet das nicht bereuen. Ja, kämpft um den Sieg. Unsere Armeen haben noch eine Schlacht gewonnen. Kämpft um den Sieg. Was ist euer Wunsch? Ich gehorche. Ja. So, da oben sieht's gut aus. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Eure Hoheit. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Ein neues Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Ja. Was ist euer Wunsch? Für die Krone. Angriff. Oh, ich habe das größte Königreich. Cool. Wie lautet euer Befehl? Ach, Mist, da ist noch ein... Zeit zum Aufbruch. Noch ein General vorne dran, das schaffe ich endlich nicht. Endlich wieder warmes Essen. Ich werde eure diese Hoheit. Bauern zermalmen. Einer unserer katholischen... Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Ländereien. Man soll ruhig angreifen, die Stadt ist gesichert. Was ist euer Wunsch? Wir haben ein neues Gebäude errichtet, eure Spätestens Hoheit. Jetzt tut's auch richtig weh. Dort ist der Feind. Lasst uns hoffen, dass euer Angriff sie überrascht. Hier sind eure Männer. Sie werden keine Gnade walten lassen. Gut so. Marschieren! Marschieren! Schwere Bogenschützen, jede Menge schwere Bogenschützen. Gewisses Risiko, dass sowas auf einmal passiert. Und es ist aber jedes Mal total ärgerlich. Alter. Waren fast 20 Minuten für einen Arsch. Knights of Honor heißt euch willkommen, mein Herr. Ja, klar, das war mein Spielstand von eben. Das heißt, wir sind jetzt wieder
quasi am Anfang der Folge. Ach, komm. Die Macht der königlichen Familie ist gesunken. Das darf doch jetzt echt nicht wahr sein. Wie lautet euer Befehl? Ich werde diese Bauern zermalmen. Und ach du Scheiße, die Verbesserungen kosten jede Menge Kohle. Alter, das kotzt mich jetzt an. Eure Machtposition hat sich erhöht. Sympathisanten des Feindes erheben sich. Ich werde diese Bauern zermalmen. Eure Hoheit, das gefällt mir. Wir haben eine weitere Stadt eingenommen. So, Rache. Ich bin nun begann, den Ärger, den sie mir die ganze Zeit bereitet haben. Sympathisanten des Feindes erheben sich. Naja, Leute, dann beende ich die Folge jetzt an dieser Stelle und ja. Gebäude wurde errichtet, mein Herr. Der Krieg gegen Deutschland wird dann eben in der nächsten Runde stattfinden. Aber diesmal ohne Aquitanien. Also macht's gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, wir sehen uns dann wieder am Anfang. Also macht's gut, bis dann und ciao.